Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von 4 Freeskier. Wie ihr seht, habe ich schon zwei Bikes hinter mir. Und zwar zeige ich euch heute, was bei dem neuesten Shimano XT Group Set, und zwar dem M8000er, anders ist als bei dem alten. Hier ist leider nicht alles XT. Die Kurbel und der Umwerfer sind nicht XT, der Rest aber schon. Aber wir tun uns auf jeden Fall eh mehr auf dieses Bike hier beziehen mit dem neuen und eventuell zeige ich euch dann ein paar Unterschiede. Bei dem neuen XT M8000er Groupset von Shimano wurde recht viel von dem vorhergehenden XTR runtergeholt auf das XT-Niveau und somit ist es auch logischerweise billiger. Und was das alles für Unterschiede sind, die sehen wir jetzt. Als erstes schauen wir uns mal die Schaltung an und hier, was uns als erstes logischerweise auffällt, ist, dass wir hier eine schöne grippy Oberfläche haben. Das ist nicht mehr glatt wie beim alten und hier haben wir diese Noppen und beim kleinen haben wir noch so eine geraute Oberfläche. Ist auch sehr angenehm. Natürlich haben wir wieder den Double Upshift wie immer, also dass wir zwei Gänge auf einmal hochschalten können. Die XT-Schaltung hat natürlich wieder einen mega schönen Klick. Ich muss sagen, der hier unten fühlt sich wirklich sehr ähnlich an wie der von der alten. Aber der hier, der hat schon, also der zum Raufschalten, der hat meiner Meinung nach schon einen wesentlich schöneren Klick. Sonst ist bei den Schalthebeln an sich nicht viel anders. Ist natürlich wie immer gute Toleranzen, da wackelt nichts. Aber was wir jetzt schon gleich erkennen können, ist hier das hier. Das neue Iceback, das ist wesentlich slimmer, wesentlich dünner gestaltet. Was aber die genauen Unterschiede bei dem Iceback im Vergleich zum alten sind, das habe ich schon in einem anderen Video erläutert und das könnt ihr euch einfach hier anschauen. Wo wir schon hier vorne sind mit dem Iceback, hängt natürlich auch die Bremse zusammen und hier ist wirklich am Bremshebel einiges neu getan worden. Was natürlich als erstes auffällt ist, das Design, es ähnelt sehr der XTR, es gibt hier nicht mehr so ein aufgeschraubtes Teil, sondern es ist jetzt aus einem Guss dieser ganze Zylinderbereich. Von den Maßen her ist der Hebel der gleiche geblieben, aber auch beim Hebel haben wir diese schönen Noppen. Und wo ich sagen muss, bei dem Schalthebel ist es zwar cool zu haben, aber jetzt nicht unbedingt notwendig, muss ich sagen, hier beim Bremshebel, man hat hier auf jeden Fall mehr Grip oder jedenfalls hat man das Gefühl, hier wesentlich besser den Hebel greifen zu können. Durch das neue Iceback ist es natürlich so, dass man alles noch besser einstellen kann. Aber wie schon gesagt, das könnt ihr euch einfach in dem Video anschauen, das ich schon gemacht habe, wie das genau geht. Bei der Bremse hier hinten hat sich im Grunde nicht so viel getan. Das Design ist ein bisschen anders. Natürlich sind die Bremsklötze bzw. die Bremsbacken wieder aus Keramik. Jetzt kommen wir natürlich in den Spannbereich, wo sich wesentlich mehr getan hat. Hier haben wir als erstes mal den Umwerfer vorne. Ich habe jetzt vorne zwei Kettenblätter, deswegen ist das der Umwerfer logischerweise für zwei Kettenblätter. Hier hat sich schon einiges getan. Logischerweise, das Schalten ist mega smooth. Es geht wirklich, die Gänge rutschen nur so rüber. Das liegt aber auch noch an was anderem, nämlich an der Kurbel. Das erkläre ich aber später, wenn wir zur Kurbel kommen. Was man sieht, ist dieser Cage hier ist ein bisschen kürzer geworden. Der geht nicht mehr so weit nach hinten. Was natürlich auch daran liegt, dass wir nur zwei Kettenblätter haben und logischerweise der nicht groß genug sein muss für das dritte Kettenblatt auch noch. Die Kabelführung hier nach hinten soll dazu dienen, dass das Schalten leichter ist, weil es praktisch von der Seite gezogen wird. Das Schalten ist auch wirklich leicht, also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Aber was wirklich, wirklich ein mega Improvement meiner Meinung nach ist, sind diese zwei kleinen Schrauben hier. Denn die sind jetzt nicht mehr nervig mit einem Kreuzschlitz wie früher, sondern man hat jetzt hier endlich einen Imbus eingefügt und zwar ein Zweier Imbus, sprich mit jedem normalen Multitool kann man hier verstellen. Die Schrauben drehen sich mega leicht. Und vor allem ist ein Imbus viel weniger dazu anfällig, dass man ihn ausreibt und durchdreht, als bei dem Kreuzschlitz. Das geht hier wirklich mega gut und finde ich echt cool, dass sie dann den Imbus gemacht haben, weil es ist sowieso alles am Bike Imbus.
warum sollte man dann da noch den blöden Kreuzschlitz lassen? Jetzt kommen wir zur wahrscheinlich größten Änderung im neuen Groupset, und zwar ist es die Kurbel. Und da kann man nur applaudieren, und zwar erstmal an die Designer. Wie ihr sehen könnt, es ist keine einzige Schraube hier außen zu sehen. Es sieht perfekt smooth aus, es sieht so aus, als ob das alles aus einem Guss wäre. Natürlich ist es nicht aus einem Guss. Die Schrauben gehen einfach nur von hinten rein. Aber was natürlich auch mega cool ist, es ist auch nicht nur designtechnisch praktisch, sondern auch zum Putzen viel einfacher. Hier geht ihr einmal drüber, dann ist alles sauber. Hier kommt ihr schön rein, ihr könnt es wirklich alles sehr gut sauber machen. Die Kettenblätter an sich selber kann man wirklich sehr gut putzen. Also da hat sich wirklich was getan, da kommt man jetzt wesentlich besser hin, meiner Meinung nach. Das ist jetzt die Kurbel mit zwei Kettenblättern, da wurde natürlich auch was getan. Die Abstände der Kettenblätter sind anders, und zwar haben die jetzt immer einen 10er Abstand. Hier habe ich jetzt die Ausführung mit einem 26er Kettenblatt innen und das große ist ein 36er. Und Shimano sagt eben, dass die genau dafür gebaut sind, dass wir einen 10er Sprung an Zähnen haben. Und dadurch soll sozusagen das Schalten besser werden. Und ich muss auch sagen, wirklich, wenn ihr hier runterschaltet, das geht sofort. Also bam, und das ist... Ihr habt den Gang gewechselt und drauf genauso. Da ist keine Übergangsphase oder so für mich zu erkennen. Also da kann man wirklich klar einen Unterschied erkennen. Es gibt auch ein 1-Auf-System. Logischerweise, da fallen diese ganzen Features mit dem Schalten weg, weil das braucht ihr nicht. Es gibt aber auch ein 3-Auf-System. Aber ich muss sagen, meiner Meinung nach ist das 2-Auf-System das Beste. Denn ihr habt hinten sowieso 11 Ritzel. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und da braucht man vorne eigentlich nur noch 2. Und es sieht mega cool aus und ihr habt wirklich hier eine Top-Schaltung. Und wo wir gerade bei den Kettenblättern sind, können wir eigentlich gleich nach hinten zum Ritzelpaket rutschen. Und das Ritzelpaket ist auch komplett neu überarbeitet. Da ist eigentlich nichts mehr so, wie es vorher war. Denn wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ritzel und einen viel größeren Spread. Natürlich kommt es davon, weil SRAM die ganze Zeit nur noch 1-Auf-Systeme macht und Shimano musste ja irgendwie mitziehen. Aber das Coole ist, dass Shimano trotzdem noch an ihrem 3-Auf- und 2-Auf-System festhält. Das 3-Auf-System kann man meiner Meinung nach jetzt dann irgendwann weglassen, aber das 2-Auf-System ist meiner Meinung nach das Beste. Warum ich finde, dass das das Beste ist, das, wenn ihr wollt, kann ich euch mal in einem anderen Video erklären. Wenn ihr das wollt, schreibt es bitte runter in die Kommentare, dann mache ich das. Aber was dazu führt, ist, dass wir jetzt eine 11-fach-Kassette haben, selbst beim 2-Auf-System. Und zwar geht die von 11 bis 40 Zähne. Und da kommt ihr wirklich vorne mit zwei Kettenblättern vollkommen zurecht. Selbst wenn ihr hinten jetzt 29 Zoll Reifen habt. Aber ihr müsst wissen, ihr könnt auch noch vorne die Kettenblätter umbauen. Also die müssen nicht 26, 36 sein, sondern die gibt es, glaube ich, auch 28, 38 und auch 24, 34. Wenn ihr aber das 1-Auf-System habt, dann ist das kleinste Ritzel 11 Zähne groß und das größte 42, also nochmal 2 mehr als das hier. Und ihr könnt wirklich sehen, diese Kassette ist wirklich, wenn ihr hier mal meine Hand daneben seht, die ist wirklich riesig, also die ist echt mega groß. Bei Umwerfer hat sich meiner Meinung nach nicht so viel getan. Natürlich, er schaltet jetzt über 11 Gänge. Das Schalten ist wie immer mega gut, geht mega schnell, aber das kann man ja erwarten von XT. Mit dem sogenannten Shadow Plus könnt ihr natürlich wieder dieses Teil hier hart stellen, damit die Kette nicht so viel ausschlägt, wenn ihr irgendwelche Trails oder so runterfahrt. Das ist jetzt ein bisschen angenehmer zu betätigen, weil ihr habt hier diese große Klemme und die könnt ihr jetzt einfach so nach hinten schieben oder wieder halt nach vorne. Sonst hier oben erstmal nichts anderes. Was aber anders sind, sind auf jeden Fall die Schaltwerksröllchen. Denn wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir, die sind jetzt einfach anders gebaut. Ob das jetzt so einen großen Vorteil bringt, weiß ich nicht. Sieht so aus, als ob da ein bisschen Gewicht gespart worden ist. Natürlich haben wir beim Umwerfer hier hinten auch wieder zum Einstellen alle Schrauben mit dem Imbus, was wirklich meiner Meinung nach das Beste ist. Dass wir hier nicht mehr mit dem Kreuzschlitz rumfummeln müssen, sondern wir haben hier endlich einen Imbusschlüssel und es ist wirklich viel, viel angenehmer und geht auch wesentlich besser. Wenn ihr noch irgendwelche spezifischen Fragen habt, dann lasst mich das einfach wissen, dann werde ich die in den Kommentaren so gut wie möglich beantworten. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben bei Fragen runter in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns auch schon beim nächsten Video mit 4 Freeski hier. Bis dann, Leute. Ciao!